Raphael Kühne nach einem Fehlstart, wie er im Lehrbuch steht, mit 3-0 zurück nach 4,5 Minuten, hat man sich eindrücklich zurückgekämpft in dem Abend, hat eine starke Willensleistung gezeigt. Am Schluss hat es resultatmässig nicht ganz gelangt, aber trotzdem viel Positives gesehen heute Abend, oder? Ja, das sehe ich genau gleich. Ich meine, am Schluss gar in der Verlängerung hatten wir unsere Chance. Und ja, es sind nicht die gleichen 4 Seiten am Schluss, aber 5 Minuten lang habe ich das Gefühl, dass wir die bessere Mannschaft waren und haben heute auch gezeigt. Hat am Schluss vielleicht einfach ein bisschen die Kraft gefehlt, die man bräuchte, hat, für den Fallstart zu kompensieren? Ich glaube überhaupt nicht. Es war 4-1 zurück, 5-3 zurück. Wenn er keine Kraft hängen kann, sicher nicht zurückkommen. Verlängerung, ja, wie gesagt, er hat eine Chance gehabt. Die Chance hat er gemacht für nicht. Und den Punkt nehmen wir mit. Jetzt geht es am Sonntag gegen Olten. Bordeaux gegen Kloten, richtig. Wenn man nur mal so eine Leistung kann zeigen kann, wie heute Abend, liegt da sicher auch der ein oder andere Punkt drin, verstanden? Ja, sicher. Wir müssen einfach am Boden bleiben. Wie wir heute gesehen haben, ist einfach nur alles über Willenskraft gegangen, über Kampf gehst, über zusammen Hockey spielen, einfache Sachen richtig machen, Fehler minimieren. Und wenn wir das so machen wie die 5 Minuten lang, haben wir sicher eine Chance. Super, merci vielmals und alles Gute. Merci.